Na, guten Tag, hallo liebe Freunde. Ich wollte euch von dieser Stelle mal etwas über Oliver Janich erzählen und seine Arbeit. Diese libertäre Bewegung und zu Anfang in der Friedensbewegung waren wir froh über jede Vernetzung mit jedermann und vieles war gar nicht bekannt und die Fahnen und Bewegungen, das hat mich alles überhaupt nicht interessiert. Wer für die richtige Sache war, war für mich auch automatisch der richtige Mann und oder die richtige Frau. Und was ich an seiner Arbeit sehr schätzte, waren eigentlich seine Analysen und viele Dinge, wo ich auch d'accord ging, als er erzählte von dem Krieg zwischen den Logen und eben auch B'nai B'rith ansprach. Und ich beschäftige mich ja auch in den Formaten Titel, Thesen, Argumente sehr stark mit der Freimaurerei, den Ursprüngen und was sie eigentlich tatsächlich machen. Und es ist für mich bis heute ein Mysterium, wie sie es geschafft haben. Letzten Endes, es gibt ja den schottischen Ritus, den Londoner Ritus und dann gibt es verschiedene andere Riten. Und eine Sache hat mich sehr stutzig gemacht und niemand konnte mir das erklären, wie es dazu kam, dass in der neuen Welt plötzlich alle Freimaurerlogen sich unter einem einheitlichen Dachverband zusammenfanden und dann B'nai B'rith nannten. Das war mir nicht so klar. Und Oliver Janich hat da darüber auch sehr viel berichtet. Er war auf meiner Meinung nach überflüssige Weise immer sehr, sehr kryptisch und hat Dinge auch ein bisschen verquickt. Und ich habe ihn immer gebeten, weil die zionistische Bewegung schürt selber sehr viel Antisemitismus. Ja. David Ben-Gurion schrieb, die zionistische Bewegung könnte ohne den Antisemitismus gar nicht existieren. Und drum war es mir immer sehr wichtig, die Ressentiments gegen diese Juden, diese Verquickung, dass man das auf gar keinen Fall macht. Und das habe ich Oliver auch sehr oft gesagt. Und ich meine hiermit ganz konkret, dass man einerseits B'nai B'rith genau analysiert, das wichtigste Board-Member des B'nai B'rith und der Anti-Defamation League, wer das wohl sein könnte, das könnt ihr ja David Sheen fragen oder Abe Foxman oder von mir aus auch Attila oder Oliver. Das sind eigentlich die interessanten Fragen. Aber was nicht zulässig ist, ist, dass man hergeht und Chabad Lubavitch angreift. Weil das kasidische Judentum, das ist die Juden durch die ganze politische Verfolgung, die sehnten sich einfach danach nach ihrer Religion und das Traditionelle und das Echte, das Religiöse. Und drum ist diese kasidische Bewegung um Chabad Lubavitch so populär geworden. Und das Religiöse und das Politische muss man trennen. Es steht sogar konträr im Widerspruch. Es ist im Interesse des B'nai B'rith selber, ständig das zu verquicken. Und wenn Oliver das immer tut, dann tut er eigentlich das, was B'nai B'rith möchte. Ich gebe euch ein Beispiel. 1992, da war in München die Verleihung der großen Goldmedaille an Helmut Kohl. Helmut Kohl, so spricht man seinen Namen auf Deutsch aus. Und das war die sehr große Goldmedaille, die ihn auf eine Ebene stellte mit Menachem Begin und David Ben-Gurion und Helmut Kohl. Diese drei sind auf einer Ebene. Und ich weiß nicht, wer da alles geladen war. Ich war Teenager, ich kannte die nicht alle. Vermutlich war damals diese Frau 1992 da, die 10 Jahre zuvor ja auch dem Staat Israel den obersten Gerichtshof als Gebäude und Grundstück schenkte. Das ist dieser Gerichtshof mit der Dollarpyramide oben, Frau Rothschild. Und natürlich waren auch Chabad-Leute eingeladen. Und damit man eben den Anschein hat, dass B'nai B'rith und Chabad Lubavitch eine maximale Verquickung haben, obwohl sie die nicht haben, hat man dann das erste Lubavitcher Haus auch in München, da an der Prinzregentenstraße, glaube ich, 92 gemacht. Wenn ihr euch dafür interessiert, dann besucht es mal und informiert euch. Nur die Veranstaltung von B'nai B'rith, wo dann auch Yitzhak Rabin eingeflogen kam, bevor er ermordet wurde, das hat nichts zu tun mit Chabad. Natürlich sind Leute drin, alle möglichen Leute sind in Chabad drin, aber deswegen kann man die nicht in einen Topf schmeißen. Natürlich will die politische Bewegung auch eine sehr beliebte religiöse Bewegung, aber man muss das trennen. Das habe ich Oliver ja nicht immer gesagt. Und, aber er meinte dann sehr populistisch und er argumentierte eigentlich immer nur mit der Kontaktschuld, was völlig unsachlich ist. Man muss sich die Arbeit von Chabad Lubavitch anschauen und wenn man sich zum Beispiel Shlomo Raskin anschaut, er ist in Israel geboren, er lebt in Frankfurt, auch wenn er es natürlich nicht sagt, seine Entscheidungen sprechen eine klare Sprache. Die zionistische Bewegung will, dass die Juden das tun, was ihnen eigentlich von Gott untersagt wurde, nämlich zurück ins gelobte Land gehen, bevor sie einen König haben, vor der Zeit zurückkehren. Und das ist eigentlich nicht so gewollt. Ja?
Und Oliver hat diese Dinge eigentlich immer ignoriert und er wollte immer nur emotional die Sachen darstellen. Das wäre natürlich sehr interessant gewesen, nicht wahr? Die Nachrichtensendung, vielleicht noch eine Kleinigkeit, ein kleines Detail zum Prinzregententheater. Bevor es vollständig renoviert wurde, ich glaube, die erste Veranstaltung, die drin stattfand, war der Prix Jeunesse, so eine Art Jugendfernsehenpreis. Da war ich auch dort und der Prix Jeunesse, da wurde so eine Art Prototypfilm von dem Film Kids gezeigt, der dann später 1995 produziert wurde. Und da ging es auch darum, dass irgendwelche jungen Kids hier promiskuitiv leben und also sehr bedenklich, teilweise schon 12 Jahre alt waren. Und als dann die Nachrichtensendung kam, meinte damals mein Vater noch, ja, das wird den Nachrichtensprecher sicher freuen, dass es vielleicht ein Mittel gegen AIDS gibt, weil er ist ja homosexuell. Versteht ihr? Die Propagandamaschine, damals herrschte ja das Vorurteil, dass diese HIV-Infektion hauptsächlich in homosexuellen Milieus existierte. Und auch durch diesen Film Kids später und eben auch durch den Prix Jeunesse wurde eben dann schon die Idee verbreitet, dass es eine gewöhnliche Mainstream-Krankheit ist, die alle treffen kann und so weiter, nicht wahr? Übrigens, diese Meldung, dass Helmut Kohl damals diese große Medaille bekam, die kam damals in der Tagesschau nur wenige Sekunden. Ich glaube, die Meldung zeigte nur die Menora und da hieß es, die karitative Hilfsorganisation habe Helmut Kohl geehrt. Fertig, das war's. Und das fand ich auch schon ein bisschen merkwürdig, das war einfach ein bisschen zu wenig Information. Im Nachhinein kann ich sagen, dass eines der größten Verdienste Helmut Kohls war, weshalb ihn wahrscheinlich die zionistische Lobby so stark ehrte. Das war ganz klar die, dass er die Einzelhandelskauffrau, also eine Person, die weder einen Konzernabschluss noch eine Bilanz aufstellen darf, ja, also nur eine Einzelhandelskauffrau, hat er zur Chefin des größten Konzerns der Welt gemacht, nämlich der damaligen Treuhand, nach der also ganz tragischen Ermordung von Rohwedder. Und in dieser Zeit war natürlich ihr Wirken ziemlich mächtig, kurz, aber heftig. Und ich schätze, das war das große Verdienst von Helmut Kohl. Und und das fand ich eben interessant, dass er darüber geredet hat. Ich habe leider immer noch nicht rauskriegen können, wie die Freimaurerei es geschafft hat, dass plötzlich alle Freimaurerlogen in den ganzen USA alle unter diesem einen Dachverband plötzlich waren, das Bleibrit. Das ist mir ein Rätsel. Ja? Und was die Freimaurer tun, im Endeffekt aus islamischer Sicht ist das sehr einfach erklärt. Sie beschwören Wesenheiten, sie beschwören einfach Djinne. Shayatin. Und das ist alles, was sie tun. Und ob sie jetzt wirklich im Detail wissen, wer diese Wesenheiten sind oder diese Geschöpfe aus Energie, das ist halt mal, sei mal so dahingestellt. Aber wenn du natürlich Jude bist oder Moslem, dann weißt du natürlich ganz genau, wer die Djinn sind und was sie wollen. Und es gibt auch gute Djinn, ja, aber die meisten Djinn versuchen natürlich, Shaitan, dem König der Djinn, zu dienen und bringen die Menschen natürlich in die Irre. Es gibt auch gute Djinn, ja, es gibt sogar Muslime unter den Djinn. Und das ist das, womit sich die Freimaurerei im Kern beschäftigt. Und nur darum geht's. Und was seine Verhaftung angeht, ich habe Oliver Janich immer als selbstständigen Journalisten kennengelernt, der einfach sehr kaufmännisch geschickt, wir haben an derselben Uni studiert, ich weiß nicht, ob er Betriebswirtschaftler oder Volkswirtschaftler ist. Wir hatten teilweise auch ähnliche Dozenten, er ist schon ein gescheiter Kerl, ja. Und er zieht halt sein Ding durch. Helmut Marquardt will nicht über ihn reden in der Öffentlichkeit, aber in der Friedensbewegung war auch die Tochter von einem gewissen Mandoki, ja, Laszlo oder Leslie Mandoki, und der ist sehr für die ungarische Politik engagiert. Ganz nebenbei, er hat damals das Viktor Orban-Interview mit Kai Diekmann in die Wege geleitet und das war dann so gut und so transparent, dass man den Kai Diekmann dann glatt rausgeschmissen hat bei der Bild-Zeitung. Aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Worauf ich hinaus möchte, ist Folgendes. Malaysia und die Philippinen haben eine gewisse Sache gemeinsam. Sie sind auf eine übertriebene Art antiimperialistisch. Ne? Als der Staatsgründer Sukarno zum Beispiel Indonesien gründete, war er dagegen, dass man den Staat Malaysia überhaupt entstehen lässt, weil er hat gesagt, das würden sowieso nur Satelliten und Vasallen der USA werden. Und die Philippinen, nachdem sie lange Zeit Militärstützpunkt und das Bordell der GIs waren, die haben natürlich auch die Schnauze voll und die agieren da sehr, sehr empfindlich. Wenn sie da Zionismus, Imperialismus oder irgendwelche Propagandisten aus den USA riechen, dann kann es sein, dass die überreagieren. Und ich kann nicht sagen, welche Bündnisse Oliver Janich eingegangen ist in den letzten Jahren. Ich vermute, dass viele Themen, die er gesetzt hat,
einfach so eine Art Kollusion sind oder es einfach opportun war, auf bestimmte Themen aufzuspringen. Ja? Einfach wegen dem Interesse und weil das auch so passte ins Profil. Aber ich sag euch eins, wenn Oliver tatsächlich Bündnisse eingegangen sein sollte mit zionistischen Projekten oder so Social Engineering Think Tanks der Demokratischen Partei oder der Unit 8200 der IDF, das ist die Propagandaeinheit online des israelischen Militärs, die versuchen natürlich alles Mögliche online, ja, und trollen rum und setzen Themen und die ganze QAnon-Bewegung ist im Grunde von denen, ja, und auch von den USA und ihrer Lobby dort. Wenn er das gemacht hat und bewusst, also jetzt nicht nur aus freien Stücken, aus Opportunität mitgemacht, sondern wenn er ganz bewusst Bündnisse eingegangen ist, ja, mit diesen Leuten von Kompakt oder von der AfD, sag ich mal, ne, oder eben den Israelis und die Leute auf den Philippinen finden das heraus durch Verhöre, sei es durch konventionelle Folter oder durch Scopalamin, das ist diese Wahrheitsdroge, ne? Stichwort Batman-Attentat, das ist diese Droge, die versetzt dich praktisch in eine Art Traum und du machst dann praktisch alles wie in einem Traum, du bist dann zwar bei Bewusstsein, aber nur dein Unterbewusstsein agiert, das heißt, du bist sehr leicht manipulierbar und ich denke, es könnte tatsächlich sehr schlecht aussehen für Oliver, wenn so ein Duterte feststellt, dass irgend so ein reaktionärer Typ, Anarchist, US-Propagandist aus seiner Sicht hier irgendwelche Subjekte in sein Land holt, die sich hier ansiedeln und hier agieren und Vermögen und Geld binden, dann ist das natürlich auch aus philippinischer Sicht eine sehr kritische Sache. Und mein Onkel zweiten Grades, Badruddin Haiti, ist Polizeigeneral Indonesiens. Er kommt aus demselben Dorf wie damals mein Opa und eigentlich alle Verwandten. Sumbersari, Umbulrecho, Sumboro und so weiter. Alle dort in der Gegend sind eigentlich verwandt seit den letzten 200 Jahren, weil der Ort gegründet wurde aus Teilen einer Familie, die damals politisch auf der Flucht waren. Und falls ihr das nicht wisst, ersten Grades bedeutet, man hat denselben Großvater, zweiten Grades bedeutet, man hat denselben Urgroßvater und so weiter. Ja, diese Verwandtschaftssysteme, das Crow-Omaha-System und das Eskimo-System, das sind ja die entscheidenden, letzten Endes, wie man das bezeichnet. Aber um es kurz zu machen, die Fackel nicht lang rum. Der indonesische Inlandsgeheimdienst ist wahrscheinlich einer der besten Inlandsgeheimdienste, die es gibt. Also wenn die Indonesier irgendwelche Terroristen und Attentäter fangen, ja, dann sind die nicht tot oder von irgendwelchen italienischen Polizisten erschossen und man hat irgendwelche Ausweise gefunden, sondern man fasst die lebend und die legen dann Geständnisse ab, erzählen dann eine Geschichte, sodass wirklich jeder völlige Gewissheit hat, dieser Mann ist tatsächlich der Attentäter und man hat ihn geschnappt. Ja. Also ich weiß nicht, in Deutschland, wer soll diesen ganzen Blödsinn noch glauben, der Polizeiarbeit und der inneren Sicherheit, wenn immer alle Attentäter tot sind und nicht reden können und dann gibt es irgendwelche Videos, die dann interpretiert werden, aber es bleibt alles nebulös, ja. Genauso wie die Aufklärungsarbeit um die MH80. Aber jetzt zurück zu Oliver, wenn er tatsächlich bewusst finanziell, also nicht nur im Rahmen einer normalen Kollusion oder der normalen Opportunität als eines Journalisten, der einfach Geld verdienen möchte, wenn er darüber hinaus irgendwas gemacht hat und die Philippinen kriegen das raus, hat er ein ernsthaftes Problem, weil das sind ganz übertriebene Anti-Imperialisten. Die übertreiben einfach, versteht ihr? Malaysia zum Beispiel, ja, wir sind jetzt der große islamische Superstaat, Todesstrafe auf Homosexualität unter bestimmten Umständen, das ist übertrieben, das sieht die Scharia gar nicht vor. Und man darf nicht mit falschem Maß, entweder wird die Scharia richtig ausgelegt oder übertrieben und falsch. Und ich möchte doch bei dieser Gelegenheit ganz klar was sagen zu diesem Shlomo Finkelstein, die vulgäre Analyse, das sind ja ganz unsägliche Videos, aber die Tatsache, dass er noch am Leben ist, obwohl alle wissen, dass er Aaron P. ist und wo er wohnt und so weiter, das zeigt doch, dass der Islam oder islamische Extremisten hier in Deutschland offensichtlich keine Gefahr sind. Der hat ja wirklich ein Maximum an Provokationen hingelegt. Und tatsächlich, im Grunde genommen, ist er selber durch seine Dummheit schuld. Er hat wirklich gedacht, dass diese ganze von den Israelis und den USA inszenierte Propaganda von ISIS, in der man irgendwelche Homosexuellen umgebracht hat und von Türmen geschmissen, das hat dazu geführt, dass er einen Hass gegen den Islam hatte, weil er es logischerweise selber ist, ja. Das ist auch bekannt.
Und damit hat eigentlich die israelische Propaganda funktioniert. Sie haben ein falsches Bild des Islam und der Scharia verbreitet in der Welt. Junge Leute, Indie-Pop-Künstler wie Shlomo Finkelstein oder Aaron P. haben das aufgegriffen und haben dann gesagt, um Gottes Willen, wenn der Islam kommt, werden wir alle umgebracht, was völliger Blödsinn ist. Ja? In der Scharia gibt es völlige Glaubensfreiheit. Es ist wirklich so, niemand darf gezwungen werden zum wahren Glauben. Das ist eine Sache des Herzens und darf auch nicht erkauft werden oder unter Druck oder sonst was entstehen. Im Kalifat, selbst zur Blütezeit hier in Istanbul, zur Blütezeit des Kalifats waren die Muslime nur 45% in der Hauptstadt des Kalifats. Die meisten sind einfach hierher geflüchtet und wollten im Kalifat leben, weil sie hier ungestört leben konnten. Und drum hat das auch alles wunderbar funktioniert. Ja? Und Shlomo hätte wahrscheinlich niemals diese unsäglichen, schändlichen Videos gemacht, diese furchtbare Propaganda, wenn er nicht selber dieser Lüge auferlegen wäre, dass der Islam alle Homosexuellen tötet. Und drum, um jetzt zum Ende zu kommen, das Wichtigste ist in der Bewegung, dass man sich nicht emotional aufstacheln lässt. Shaitan, die Shayatin, die Djinn, das sind Wesen aus Energie. Wir sind aus Erde, die sind aus einem Feuer, das nicht brennt. Und sie sind in der Lage, durch Frequenzen uns zu verführen, uns zu kontrollieren, uns zu reizen, uns einzuflüstern. Und wie Franz Josef Strauß sagte, wer Unruhe stiftet und Verwirrung verrichtet, das Werk des Teufels. Das ist richtig. Und drum haltet euch fern von Leuten, die euch emotional aufwiegeln, die euch innerlich aufwühlen, zu Wutbürgern machen. Es gibt keinen Grund zur Wut. Das Schicksal der Menschheit nimmt seinen Lauf. Ja? Und das will ich ihm ankreiden, dieser Populismus, den viele betreiben, mit Emotionen Kasse machen, mit Angst der Menschen spielen, mit Ressentiments und dann auch noch auf Kosten der Juden. Das ist nicht zulässig. Ja? Das religiöse Judentum auf der einen Seite, Chabad Lubavitch, hat überhaupt gar nichts zu tun. Das sind ehrenwerte Leute, wir schätzen alle Gläubigen. Und das andere ist die zionistische Bewegung. Die zionistische Bewegung ist eine politische Bewegung, die die Antireligiosität, den Laizismus, den Atheismus, Agnostizismus propagiert. Das sind alles Bewegungen, die die Demokratische Partei propagieren und der Libertarismus auch. Versteht ihr? Das ist dasselbe. David Sheen, ich habe ihm mal geschrieben, der hat mich mal gestrikt. Der hat dieses Interview mit Abraham Foxman, schaut euch das an, das ist der Chef der Anti-Defamation League und da sind Einblendungen. Aus denen geht ganz klar hervor, dass er den Eid, den heiligen Eid für Israel noch nicht geleistet hat damals und dass die Boardmember der ADL und somit auch des B'nai B'rith 93% des öffentlichen Landes in Israel besitzen. Sprich, das ganze Land in Israel, was in Staatsbesitz ist, ist in Wirklichkeit im Privatbesitz der Boardmember des B'nai B'rith. Das ist ein Projekt einer Familie, der ganze Staat. Und das hat nichts mit Religiosität zu tun, sondern man missbraucht die Religiosität, man instrumentalisiert das Judentum auf perfide Weise. Jude zu sein, ist eine Bürde vor Gott. Ja? Wir Muslime, wir ziehen den Hut vor der Frömmigkeit der Juden und wie sie ihre schweren Gebote einhalten. Da können wir uns eine Scheibe von abschneiden. Und nicht jeder, der sich Rabbi schimpft, ist auch ein religiöser Mensch. Man muss das sehr differenziert beobachten. Und diese Verquickung ist etwas, was David Ben-Gurion und die zionistische Bewegung wollen und was wir unbedingt verhindern müssen. Wir müssen diese Verquickung, das muss entflechtet werden. Und jeder, der etwas dazu beiträgt, dass er der zionistischen Bewegung in die Hände spielt, ja, der erweist der Sache der Wahrheit, der Freiheit oder von mir aus dieser Wahrheitstrufer-Bewegung ein Bärendienst. Ja? Die ganze libertäre Bewegung scheitert daran, dass sie konzeptionslos ist, nur mit Emotionen aufgeladen und unsachlich einfach. Und ja, und ich muss sagen, im Nachhinein bin ich ganz froh, dass sie ihn haben. Ich bin ja gespannt, was rauskommt mit dem Oliver, aber also diese totale Resistenz, ich will ihm da nicht einmal Voreingenommenheit unterstellen. Vielleicht hat er sich emotional total verrannt. Denn als gläubiger Muslim muss ich davon ausgehen, dass alle, die nicht Muslime sind und keine islamische Brille aufhaben, einfach die falsche Brille aufhaben und alles in den falschen Hals kriegen. Und genau das ist das Problem. Der Islam schafft Frieden, Frieden vor allem in deinem Herzen und Klarheit in der Sache. Und wenn du die islamische Brille aufhast, dann siehst du die Dinge so, wie sie richtig sind und nicht so, wie sie falsch sind. Ja? Donnerwetter, das war jetzt mal ein schönes Schlusswort.
liebe Freunde. Macht's gut. Schöne Grüße aus Istanbul. Hier ist Sabanji, die Baumwollpflücker und so. Hinten, das ist der Finanzdistrikt, Dirt Levent. Der Finanzdistrikt ist praktisch, ja, das ist das Herz der Rothschilds in Istanbul. Ja. Das ist hier in Beşiktaş, im Stadtteil, wo die Beamtenschaft des Osmanischen Reiches hauptsächlich lebte. Aber heute hauptsächlich so reiche Leute, ne, und Leute, die im Finanzdistrikt leben. Hier sind auch Katzenliebe, wird hier sehr groß geschrieben, also wilde Katzen, Hunde, Hundehütten. Man kümmert sich hier also besser um Katzen und Hunde als an jedem anderen Ort auf dieser Welt. Das kann ich vielleicht wirklich sagen. Na gut, und das Schicksal Europas und der Welt, das wird nicht in Deutschland geschrieben. Nicht durch irgendwelche Bürger, die demonstrieren, irgendwelche Bewegungen, die Gott weiß was machen. Sondern es wird politisch entschieden. Durch Kriege und es wird wahrscheinlich durch die Entscheidung der Türkei entschieden. Das Schicksal Deutschlands liegt in weiten Teilen in den Händen der Türkei. Jetzt macht's gut. Tschüss, Freunde.